Hallo ihr Lieben, wer passt zu den Fischen, wer entfacht ihr Feuer und wer ist ihr Traumpartner? Fische sind ein Wasserzeichen. Wie schaut's aus mit dem Feuerzeichen Widder? Der Widder sprüht vor Energie und Unternehmungslust und ist dem Fisch zu impulsiv und auch zu draufgängerisch. Löwe, auch ein Feuerzeichen. Der Löwe kann den Fisch mit seiner Energie anstecken und zur Aktivität motivieren. Mitunter könnte sich allerdings der Fisch auch etwas unter Druck gesetzt fühlen. Aber mit den beiden könnte es klappen. Feuerzeichen Schütze und die Fische. Der Schütze ist dem Fisch zu abenteuerlustig und zu viel unterwegs. Der Fisch braucht mehr Gefühl, mehr Nähe und mehr Zärtlichkeit. Das wird nichts. Schauen wir mal, wie es mit den Luftzeichen aussieht. Wassermann und Fische. Der Fisch verliebt sich schnell in den immer gut gelaunten Wassermann. Die Beziehung funktioniert, denn Zweisamkeit und Freiraum sind im Ausgleich. Sie sind seelenverwandt und ergänzen sich gegenseitig, sowohl für eine Freundschaft als auch für die Liebe. Wie schaut's aus mit Luftzeichen Zwilling? Ja, die beiden, die können sich die tollsten Geschichten erzählen, aber der Zwilling ist letztendlich viel zu oberflächlich für den Fisch. Das funktioniert nicht. Wie schaut's aus mit dem Luftzeichen Waage? Ja, Wagen und Fische sind sehr harmoniebedürftig, sinnlich, gefühlvoll und auch einlenkend. Und diese Eigenschaften sind beiden auch am Gegenüber wichtig. Aber in der Beziehung fehlt es an dem starken Part. Also, wenn sie das irgendwie hinbekommen, dann ist es eine Traumbeziehung. Wenn nicht, dann wird es etwas schwieriger. Wie schaut es aus mit den Erdzeichen? Fische und Steinbock. Entschuldigung. Der Steinbock bietet zwar Sicherheit und Unterstützung, die der Fisch auch gerne annimmt. Allerdings mangelt es an tiefen Gefühlen und das geht mit den Fischegeborenen gar nicht. Wie schaut es denn aus mit dem Erdzeichen Stier und den Fischen? Der Stier, der lässt es in der Liebe schön langsam angehen und das gefällt dem Fisch. Und Übereinstimmung herrscht vor allem in erotischer Hinsicht. Also das klingt doch mal recht vielversprechend. Erdzeichen Jungfrau und die Fische. Ja, die Jungfrau, die ist eben sehr sachorientiert und zeigt selbst wenig bis keine Gefühle. Und der Fisch ist ja sehr gefühlvoll und sensibel und der kann mit so einer Partnerin oder so einem Partner einfach nichts anfangen. Der Fisch braucht jemanden, der Verständnis für seine Gefühle hat und die Jungfrau hat das gar nicht. Ja, dann schauen wir mal, wie es unter den Wasserzeichen so läuft. Fische und Skorpion, beides Wasserzeichen. Hier kann keiner dem anderen widerstehen. Das ist das absolute Traumpaar
Und an der Seite vom Skorpion traut sich der Fisch auch, seine sexuellen Fantasien auszuleben. Also das absolute Traumpaar. Da kommen sogar zwei Herzchen, habt ihr das gesehen? Lass mal beide liegen. Wie schaut's aus mit Krebs und Fische? Beide Wasserzeichen? Also, Fisch und Krebs passen perfekt zusammen. Das ist eine absolute Traumbeziehung für die Ewigkeit. Sie haben ganz viel gemeinsam. Und das hat sehr viel Potenzial. Ja, wie schaut's aus, wenn sich zwei Fische ineinander verlieben? Also entweder gibt es die absolute Traumbeziehung oder ein nie endendes Chaos. Ja, soweit zu den Fischen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, lass mir doch bitte ein Like da. Und bis bald. Tschüss.